eintragen denn und wo muss ich das jetzt eingeben? Bei Windows Suche, Explorer, Innensystem C. Könntest du sogar auf den Cookie von Twitch kommen? Also überhol den jetzt oder lass ihn vorbei, Flo? Aber was jetzt von der Veranstaltung ist Elefantenrennen. Olli, warum hast du ja gebremst? Und ich hab das Flo zu nah aufgekommen, ja. Ich bin ganz normal weitergefahren mit 90. Dann war ich vor ihm ein Stück, dann war ich wieder hinter ihm. Jetzt rückst du mir auf die Pelle. Pass auf, da steht einer. Ich muss hier gerade so bremsen, weil der Waldi irgendwie gerade wieder stand bei mir. Oh, und wieder beschleunigen. Mensch, da wären sie mit denen gewesen. So eine Scheißkiste. Auf die Mittelspur bitte, danke. Vor allem, wie richtig unlogisch die Auspuffe an der Seite vom Seitenverkleidung bei Mercedes, das bringt einfach gar nichts. Was denn überhaupt? Bei Mercedes, die Seitenverkleidung mit Auspuff, oder ist das der wirkliche Auspuff? Der ist der wirkliche Auspuff vom V8er. Fragt mich jetzt nicht, wie schnell ich hier hochgekommen bin. Ich bin einfach schnell hochgekommen. Immer. Mehr. Immer. Immer. Genauso wie wenn man Bohren ohne Haar schreibt. Oh Mann, ich hab nur noch eine halbe Stunde. Dann muss ich ausmachen. Dann fängt erst der richtige Spaß an. Dann wird's erst hektisch auf die Mittelspur. Wenn ich da die Lieferung hier jetzt mal, nicht innerhalb. Wie ist der gefahren? Der ist über München gefahren. Wie fett ist der eine Schleife gefahren? Ja, pff. Das Navi hat's mir so angezeigt, Alter. Dann hast du ein scheiß Navi. Ich wollte kurz sagen, werf dein Navi aus dem Fenster. Er ist doch schön. Mal hier an bayerische Stadt vorbeizukommen, auch wenn das eher gesagt so eine Preußenstadt ist. Tut mir leid, es ist in der Armatur drin, da müsste ich erst die anhalten, die ganze Armatur abschrauben und dann könnte ich erst das Navi rausmachen. Du, es gibt für alles eine sichere Lösung. Das Handbuch. Immer feste draufschlagen damit und fertig. Ach, bitte draufschlagen. Ja, was hast du jetzt gedacht? Ein Hammer. Ja, hast du einen Hammer auf dem LKW? Das Handbuch liegt immer in irgendeinem Staufach und zu irgendeinem Prüll versteckt. Ja, stimmt, da vielleicht hat man immer was. Vielleicht hat er auch eine Stange Dynamit im Auto. woher weißt du das? Und dann noch schön Benzin transportieren. Das trägt sich gut miteinander. Ja gut, wenn die jetzt hochgehen, nee, dann sind ich, weil die und waren so richtig am Arsch. Ich hab Flur geladen. Weiß was hast du geladen? Flur. Flur ist auch so Zeug. Frag mich nicht genau, was das ist. Überholer im Konvoi. Nein. Gerade ab. Ich musste bloß rüber. Weil irgendwie bist du gerade nicht 90 gefahren. Doch, ist er. Das ist aber komisch, weil sonst hätte ich ihn nicht ganz ein bisschen überholt, oder? Ich habe 11 Tonnen LKW-Felgen. 11 Tonnen LKW-Felgen? Ja. Okay. Boom, das war die Leitplanke. Das wäre ich? Ja. Nee.
Ich habe die Leitplanke nicht mal berührt. Es wird Tag, um 6 Uhr werden die Lichter ausgeschalten. Und die Ampeln ein. Genau. Wir haben noch 6 Minuten. Wenn ich Waldi ist gleich nochmal fast ramme, aber dann fahre ich 88 und dann keine 90 mehr. Ich habe 95 drauf. Ich habe 91 drauf, weil mein Retarder schon wieder bremst. Und der Abstand wird nicht größer. Sogar noch kleiner, 29, 34, 33, 35, 34, 35. Meine Kabine, meine Fahrerkabine wird so langsam so ein bisschen schräg, warum? Hast du gesoffen, heimlich? Der Papa an der Bar und nicht in der Saftbar. Nein, aber generell, die wird generell manchmal in den Kurven ein bisschen schief. Ich glaube, ich muss da noch ein paar Schrauben nachziehen. Ja, vielleicht sind die Lager vom Fahrerauslagerung ausgeschlagen? Ja, gut, dann müsste ich mir einen neuen LKW kaufen. Das kostet wieder 200.000. Musst du nicht. Fahrerauslagerung kann man machen. Mit Böcken das Fahrerhaus angebockt, ein paar Schräubchen gelöst, mit zweimal die scheiß Fahrerauslagerung ausgerupft, neue Reihen festgeschraubt, Thema durch. Aktion von 3 Stunden. Zumindest beim Actros MP3. Der heißt, der darf nicht MP3 heißen. Das ist nicht erklärt. Na, wenn ich jetzt Actros 3 sage. Ja, okay, schön gut. Ja, sehr gut. Wolltest du da klug scheißern? Nein! Wolltest du wieder auf die Fresse? Nein! Ich hab das Gefühl, ich muss wieder bremsen. Vor allem gestern. Schön 2 Minuten Bann. Yay! Ja, bist du selber schon? Ich fand hier oben auch ein bisschen Geschwindigkeit hier hoch. Oh mein Gott, das ist so schön. Lass mal ein Foto machen, oder? So, auf den Anker. Das war die Mauer. Tut leid. Nee, das war gerade eben. Lass mal ein Foto machen. Bumm. Tut leid. Oh mein Gott, da fährt doch einer an mir vorbei, Alter. Oh mein Gott, er rollt einfach so ganz lang. Ja, weil mein Anhänger noch auf der Fahrbahn ist. Ganz. Und. Bisschen geht noch, bisschen geht noch. So. Kann meine Warnblinker nicht anmachen. Dort ist sogar ein kleines Dorf. Oh. Bin ich gerade gegen meinen LKW geflogen? Lol. Nice. Wo ist ein Dorf? Ach, da unten. Lol. Keine Ahnung, ich hab dieses Flymod-Zeug nicht. Du kannst ganz normal in die Kamera gehen, ne, du? Ach, ich bin doch so behindert, ey. Ja, weil die... Schon okay. Was mache ich schon wieder? Ich warne dich bloß. Davor, oder ich bitte dich nur drum, dass du mir bitte keine reindrückst. Es ist... Ich hab einen schönen Screenshot gemacht. Und jetzt so die Frage, bist du jetzt glücklich? Ja. Das wollte ich gerade sagen. Yo, ich kann Gedanken lesen. Und fahr mir in die Ladung rein, genau. Bin ich doch gar nicht. Also das du kannst hier schon mal die Reparaturkosten. Das kostet schon mal so um die 20.000. Ja, besonders, also, ich bekomme für die Fuhre 77.000, ja. Cool, nice. Ja, sehr. Du bekamst. F10, was bringt der F10? Ah, Screenshot, super. Jetzt habe ich von Wald diesen Auflieger einen Screenshot gemacht.
Baldi, war das gerade ein bisschen knapp? Ich bin gar nicht so richtig da. Der fliegt irgendwo rum. Das fährt schon langsam wieder los, Waldi. Stimmt, ich bin schon 3 Kilometer weiter und du bist ja nicht mal losgefahren. Ich sehe noch nicht mal meinen LKW. Ach so, da ist der schon. Wartet immer am Straßenrand, ne? Ich fahr einfach mit 90 weiter. Zu spät, zu spät, zu boah, spät. Boah, wie dieser Volvo nachzieht oder vorzieht. Diese MN ist echt zum Kotzen. Das könnte jetzt zum Crash kommen. Langsam. Ich zieh den doch gerade voll durch, den Volvo. Ich mein MN auch und ich komm nicht hinterher. Spur. Weil die nimmt Racing-Linie. Ich sag doch, der weil die kommt immer näher. Ach so, es ist schon 6 Uhr, Lichter aus, ne? Ich geb dir gleich Licht aus, mach die scheiß Lampe an. Was für eine Lampe? Wenigstens dieses Licht kann ich auslassen. Der eine Kollege sieht es ja immer noch, was wir im Stream treiben. Was? Wer? Was? Auf die Mittelspur. Vor die Leitplanke? Ja, weil ich auf den zweiten Bildschirm geguckt habe. Ich habe gerade kein Wort verstanden, Alter. Marc lacht einfach so mitten da rein, wo Waldi gerade gesprochen hat. Ja, weil ich die Leitplanke geknutscht habe und ich auf den zweiten Bildschirm geguckt habe. Und ich hab's von hinten gesehen, darum hab ich gelacht. Ja, Waldi. Ne? Aber zu mir sagen, ich kann nicht, okay. Schon wieder fast, weil je, was machst du da? 3 Stunden 16 sind wir jetzt schon drauf. Krass. Aber ich mach's nicht. Ich aber. Wie spät ist denn das? 2! 20:42. 43. Okay, 42. Aber. Oh. 8 Minuten noch. Ja, und dann muss ich ausmachen. Ob ich das in den 164 Kilometern noch schaffe? Wir haben noch 715. Ich hab noch 555. Ich hab 713. Also mein Navi sagt mir, ist gleich rechts abbiegen. Ja, müssen wir. Ja, links, rechts in den Kreisel rein, nach links runter. Sagt mein was Navi. Achso, Autobahnkreuz. Ja, und aua! Gut. Aua, mein Fuß. Aua. Hier müssen wir rein. Aua. Ich erwarte jetzt kein Mitleid oder so, ne? Nein! Oh, armes Flo. Weiß. Nur wieder so knapp mit dem Kippen. Deswegen habe ich ja auch 50 runtergebremst. Ich merk's. Schön, mal, ich habe da noch Roman gebremst, nämlich mit den Anker geschmissen. Ich habe auf aber einen Retarder gebremst. Hopp, oh, da hab ich Licht angemacht. Jojo. Wie? Es fahren irgendwie ganz schön viele mit dieser schwarz-grünen Kombi rum. Nein. Was denn nein? Das. Ich muss mal sagen, der hat sich hier gerade ein bisschen quergestellt. Haha. Hab ich gar nicht. Deswegen standst du ja auch nur so beschissen da noch rum. Ich hab gewartet, bis ihr kommt. Ich bin sozial. Der muss noch bei diesem komischen Dings da dann irgendwann runter, weil irgendwie sagt mir der, ich muss da irgendwo runter. Ja, jetzt hier, Richtung Straßburg, steht doch oben auf den Schildern. Ah. Könntest du bitte deine Maus in